In diesem Video versuche ich die gesamte GTA 5 Map vom nördlichsten Punkt bis auf den südlichen Flughafen zu überqueren, während mein Chat alle 30 Sekunden einen Effekt auswählt und damit mein Game sabotiert. Es können unendlich Effekte gestackt werden und damit wird die Mission immer schwieriger, desto länger ich brauche. Viel Spaß mit dem Video. Das Ding ist, ich weiß ja noch gar nicht, was so die beste Route ist, weil ich halt echt nicht so der GTA-Experte bin, ne? Also ich kenne so grob die Map. Ich muss halt immer erstmal so einen Bereich zu Fuß schaffen, ne? Hier gibt es, glaube ich, gar keine Autos. Ne, bei der Straße ankommen wäre ja schon mal ganz praktisch. Jetzt haben wir nur das Problem, es habt ihr Beyblades gemacht. Ich glaube, ihr kennt da vorne das Problem, oder? Wie machen wir das jetzt, wenn diese Effekte nicht aufhören? Ich glaube, Beyblade gilt auf alle Autos, außer das, in dem ich drin sitze. Heißt, wenn ich in ein Auto reinkomme, dann sollte das immer noch funktionieren. Das Problem ist, wie komme ich in ein Auto rein? Warte mal, hier, wenn ich... ich muss es schaffen, einsteigen zu drücken. Wir haben leider very low gravity. Huh? Wo bin ich denn jetzt? Fake Teleport. Okay, doch nicht. Ich spamme jetzt einfach die ganze Zeit Y. In Hoffnung, dass er irgendwie diese Animation startet, dass ich hier in so ein Fahrzeug einsteigen kann. Also mit dieser Delayed-Kamera. Ihr glaubt gar nicht, wie scheiße das zu steuern ist, ne? Also, vielleicht schaffen wir es, dass ihr mich ein bisschen hochschleudert und dann fliege ich da einfach hin. Oh, warte mal. Der Movement Speed ist nice. Wir brauchen überhaupt kein Auto. Warte mal. Wir haben mit dem Movement Speed, wir brauchen gar kein Auto. Wir laufen zu Fuß. Alter, kann Tracy eigentlich mal die Fresse halten? You're such a fucking fuck. Junge, was soll das? Ich check das alles nicht. Du gibst legit 1 bis 3 in den Chat ein. Das schaffen meine Vorschüler. Findet euch ganz leid, wenn ihr diese Effekte hier macht. Weil die nerven euch, glaube ich, mehr als mich. Weil dann habt ihr einfach eine scheiß Experience, das alles hier zu sehen. Can't tie my shoes, jetzt fällt der immer wieder hin. Hier, zweiter Try, direkt neuer Rekord. Also so weit waren wir letztes Mal definitiv noch nicht. Scheiße. Gehen Schuhladen. Könnte helfen, ja. Eigentlich ist ja das ja der nördlichste Punkt, ne? Weil das da drüber, das ist ja alles quasi Deko. Ich meine, wir gehen ja auch nicht auf die Inseln. Wir könnten eigentlich hier anfangen. Und das wäre immer noch meines Wissens nach regelkonform, weil das ist hier für mich der nördlichste Punkt, oder? Danke für die Ausrede, Digga. Das ist das Coole, ne? Weil ich bin hier der Streamer. Heißt, ich mache einfach die Regeln und ihr könnt mir gar nichts. Ist das, dass es mir irgendwo hin teleportiert? Das wäre eigentlich sogar ganz nice, ne? Da gebt ihr mir einfach einen Vorsprung. Hier, zack. Und schon bin ich bei der City. Oh fuck, das hält die ganze Zeit und heißt, es teleportiert mich noch öfter. Scheiße! Jetzt bin ich noch weiter im Norden. Das könnte jetzt ein Problem sein. Guck mal, wir haben es wieder bis zur Hälfte der Straße geschafft. Trainier mal ein bisschen deine Wartung, Kollege. Das Auto ist gar nicht mehr so langsam, wie ich dachte. Alter, das hat voll den Speed drauf. Ach, wegen You Are Famous steigen alle Leute einfach instant aus ihren Autos aus, um mich zu begrüßen. Denn die wollen alle zu mir hin. Die fliegen mir alle entgegen. Okay, wir sind bei dieser Brücke. Alter, wir machen das jetzt einfach hier. First try. Okay, never mind. Vielleicht doch nicht. Das ist jetzt ein Problem, weil jetzt spinnt mein Auto mit. Jetzt komme ich nicht mehr ins Auto rein. Wir haben es kurz bis vor die Brücke geschafft. Schaut mal, das ist doch locker schon die Hälfte vom Weg, oder? Nein. Ja, eher so ein Fünftel vom Weg. Aber ich meine, man kann auch mal klein anfangen, oder? Das wird nix. Get roasted. Fuck off. Warte, da ist Jesus. Jesus, lass mich in Ruhe. Der ist noch von vorher da. Jesus, wir haben überhaupt nicht für dich abgestimmt. Jesus, weg da. Alter, was will denn jetzt Jesus von mir? Alter, Jesus und Lamar sind hinter mir her. Verpisst euch. Alter, steigen die jetzt hier mit ein oder was? Nein, du bietest jetzt nicht mein Ass. Alter, jetzt fährt Lamar mit uns mit und beleidigt mich die ganze Zeit. Du dreckiges Stück Scheiße, du elender Saftfresser. Ja, Lamar, bitte geh nach Hause. Alter, kann Lamar bitte die Fresse halten? Jesus takes the wheel. Alter, und Lamar gebe ich eine mit. Alter, verpiss dich, du. Guck mal, im Tunnel kann uns doch gleich weniger passieren. Ja. Flink Character. Nein, nicht in die Militärbasis. See you. Boah, der ist so ein Boost dran. Alter. No Sprint, no Jump. Alter, bitte nehmt mir nicht Sprint weg. Nicht bevor ich in der Stadt bin. Es könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, bis zur Stadt so zu kommen. Ja, ich habe 2 Sterne. Ich mache hier aber auch schlimme Dinge, ne? Warte mal, wir nehmen Polizeiauto. Also vielleicht komme ich bis zum Polizeiauto, ne? Wir sind ja heute ein bisschen gemütlich unterwegs mit unseren Gesundheitsschuhen, ne, Michael? Also ich glaube, das war bis jetzt der beschissenste Try. Aber guck mal, und wir sind jetzt besser dran als letzten Try. Also ich meine, man muss sich auch kleine Ziele setzen, ne? Hier sieht man die ganze Zeit Jesus und will mir auf die Schnauze hauen. Jesus, bitte geh weg. Wieso despawnt er nicht? Wieso haben wir jetzt hier einfach für immer Jesus da? Ja komm, dreh dich doch. Und hör bitte auf zu schreien wie so ein kleines Kind. Oh, wir haben es wieder hell. Dafür ist es jetzt unscharf. Wunderbar, Leute. Komm, ein bisschen Richtung Süden fliegen. Dreh mal nochmal die Gravity, bitte. Der Wanted K.O. wurde auf jeden Fall gelöscht. Warum auch immer. Teleport to Random Mission. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Okay, nice, nice, nice. Wir müssen noch ein Stückchen zum Süden. Aber das ist ein Rekord. Wir waren beim blauen Fragezeichen. Da geht noch einiges. Also außer, dass es jetzt Meteore regnet und ich in der Brücke festhänge. Das könnte ein kleines Problem sein. Vor Lies.
Lower Floor. Er muss sich hier ganz genau die Angebote im Prospekt anschauen. Billiger kriegt man das nirgendwo. Die Frage ist, wie bekommt ihr mich überhaupt getötet mit dieser Random Gravity? Alter, jetzt dreht sich auch noch die Kamera. Leute, wohin denn? Sind wir jetzt näher? Nö, wir sind immer weiter weg. Sensitive Touch klingt für mich nicht nach kein Falldamage, aber ich bekomme kein Falldamage. Ich kann daran nicht sterben, an dem Scheiß, der hier passiert. Ich weiß nicht warum. Also wenn wir einfach für alle Ewigkeit hier rumfliegen, ohne zu sterben, dann muss ich einfach nur warten. Irgendwann kommen wir schon an, oder? Unser Arsch zeigt immer, in welche Richtung es geht. Ne? Der fliegt immer so Arsch voraus. Also am Arsch... Scheiße, warte mal, ich muss jetzt hacken. Der Arsch ist unser Kompass. Ich sehe nur auf der Karte, dass wir Richtung Wegpunkt fahren und ich weiß, dass der Wegpunkt komplett falsch ist. Diese große Map ist auch so unfassbar nervig zum Anschauen, ne? Hat sich Spieler aufgehangen? Ich glaube schon. Ja, alles klar, das war's. Warum sind denn hier eigentlich immer so geile Autos? Guck mal, hier sind immer so Racecars. Also ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Alter, nee, jetzt... Der ist die ganze Zeit am Springen. Bin ich an diesen Spikes an dem Auto gestorben, oder was? Warte, da ist ein Auto, da ist ein Auto. Also ich hoffe, die Killer-Clowns sind doch da. Nicht noch da. Weil ich, aus irgendeinem Grund ist ja Jesus auch einfach für alle Ewigkeit jetzt hier auf der Map. Also ich werde nie wieder dieses Spiel einfach normal weiterspielen können, ohne dass einfach permanent Jesus hier ist. Was ja auch ein bisschen goofy ist. That's because Jesus Christ is my nigga. Das ist ein Fake-Teleport. Alter, ich dachte mir jetzt schon, ne? Als ob wir es jetzt einfach instant haben. Ihr seid so asozial, ne? Ihr seid so unfassbar asozial. Das ist ja nicht mehr normal. Macht ihr dann Fake-Teleport. Ihr seid der Grund, warum man, keine schönen Dinge haben kann, ne? Oh Gott. Oh, je, je, je. Nee, nicht wieder zurück. Von da hinten komme ich doch. Wait, was ist jetzt denn los? Ach du Scheiße. Ich sehe nicht mal, wo bei diesem Auto vorne und hinten ist. Also ich bin froh, dass der Versuch jetzt nicht mehr länger ging. Ne? Das hätte ich ja nicht mehr geschafft mit der Kamera, ne? Dein Auto brennt. Ah, dankeschön für die Info. Ein Traffic-Magnet ist echt ein Problem. Alter, Tracy, hör auf anzurufen. Niemand interessiert sich für dich. Also Straße können wir vergessen mit Traffic-Magnet. Wir können Schienen fahren. Schienen ist gut. Alter, Tracy, halt dein Maul. So, hier wieder raus. Oh, 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 je, je. Nee, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Tracy, halt dein Maul. Alter, nee. Nee, nicht die Vier. Ich sehe lauter Vierer im Chat. Ja, da ist ein Auto. Okay. Wir kommen auch ohne Laufen, klar. Junge, bist du eigentlich komplett bescheuert? Was? Oh, wir brauchen Minimum 60 km/h. Alter, wie soll ich das hier schaffen? Oh, da vorne sind sie. Aber die kommen mir nicht hinterher. Alter, hör auf anzurufen. Scheiß Tracy. Alter, können wir uns alle darauf einigen, dass niemand Tracy mag? Oh nee, wir sind müde. Scheiße. Jetzt schläft er wieder die ganze Zeit ein. Nicht. Jetzt macht er Sekundenschlaf am Steuer und lenkt dann in den Gegenverkehr rein. Der schläft doch immer länger ein. Der wird immer müder. Nee. Ich sehe auch noch wieder kompletten Scheiß zusammenlenken, kurz bevor die Augen zugehen. Ah, fuck. Ich hab doch richtig gedrückt. Was jetzt? Also jetzt sterbe ich einfach, oder was? Hä? Ich hab doch vorhin richtig gedrückt. Was soll denn die Scheiße? Hä? Ich wurde einfach komplett gescammt. Genau, so sieht's aus. Can it be Christmas every day? Halt's mal! Das sieht schnell aus, das will ich haben. Komm ich da rein mit den Türen? Oh! Alter, nee, komm, ich habe gerade ein schnelles Auto ausgewählt. Nicht, damit ihr mich hier in den fucking Pisswasser reinsetzt. Pisswasser and chill. Die Türen machen den aerodynamischer. Ja, das sind wie so Schwimmbewegungen. Wenn ich die Kamera nach oben mache, dann sehe ich ein bisschen besser, was direkt vor mir ist. Fuck, never mind. Kein schlechter Try. Wait, war das ein Fake Death? Wieso bin ich jetzt nicht tot? Ja, war fake. Alter, nee. Wir hätten weiterfahren können. Ah, Mann. Jetzt bin ich hier mit meinem Pisswasserwagen. Das steigt doch aus. Wieso ist denn jetzt das Game so langsam? Es ist doch gar kein Effekt aktiv. Wieso bin ich in Slow Motion? Ja, so schaffe ich die Challenge ganz bestimmt nicht. Jetzt macht er wieder seine Arschflugübungen. Alter, komm, leg den Controller weg. Also ich sag mal, es war schon realistisch, dass wir irgendwie noch hinkommen, als wir in Los Santos mit dieser Random Gravity angefangen haben. Von hier könnte es jetzt ein bisschen schwierig werden. Der Darm-Express. Brother, Warum wird mir eigentlich ein Feind hinter mir angezeigt? Ist da schon wieder Jesus? Alter, Lester, bitte, können alle aufhören, mich permanent anzurufen? Das ist so nervig. Mich rufen hier gerade in GTA mehr Menschen an, als mich bis jetzt in meinem ganzen Leben Leute angerufen haben. Und das ist traurig. Bitte ruf mich mal an. Was? Rocketman? Was für Rocketman? Lass mich runter! Lenk doch bitte halbwegs in die richtige Richtung. Der lenkt komplett scheiße. Oh, Angry Alien, verpiss dich.
Ah, nee, lass mich doch laufen. So, auf geht's. Alter, Tracy, bitte, halt jetzt endlich mal dein scheiß Goschen. Wait, Airport? War ein Fake-Teleporter, ich wusste es doch, ne? Nochmal kriege ich mich nicht drauf. Ist sie jetzt gestorben? Fake-Fake-Teleport? Wait, sind wir jetzt am Teleport? Am Flughafen? Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir haben die Challenge geschafft, ne? War eigentlich relativ easy, muss ich sagen. Nächstes Mal gebt ihr mir mal gefälligst eine schwerere Aufgabe. Du scheiß Kartoffelstähler, du elender Haubentaucher!